Klar, da fehlt noch unheimlich viel. Und morgen muss er dort sein. Aber kriegen wir hin. Schön, dein Optimismus. Jason musste schon los zur Show. Der Wagen besteht nur aus Einzelteilen. Die Innenausstattung fehlt, die Anzeigen. Nicht mal die Bremsen sind gelüftet. Heute gilt's. Alle Mann ran. Wir haben ein Problem. Der Motorraum brennt. Im Ernst? Nein, Witz. Du Arsch. Das Ding wiegt eine Tonne. Noch wenige Stunden bis zum Verladen. Wir sind alle erschöpft. Hier sitzt besser keiner. Wie an Weihnachten. Lass ihn an. Trotz aller Pannen, Hut ab. Sie haben es durchgezogen. Sieht super aus. Ich hol Richard. Hab ihn gerade poliert. Nichts passiert. Nur eine kurze Probefahrt. Und dann verladen und hoffen, dass er pünktlich ankommt. Richard, ohne Schlüssel schaffst du es nicht. Mein Gründungsziel war vor Urzeiten der coolste Hot Rod Laden und eine Weltmarke werden. Der 68er Mustang war immer mit dabei. Mein Kumpel Jay Reiki hat mich vor 12 Jahren mit dem Umbau beauftragt. Und als dann das mit der Serie kam, hat er ihn mir zurückverkauft. Das war der Beginn unserer Reise, von der kleinen Werkstatt hinter Fitz's Garage bis zur Weltmarke. Er war immer bei mir, in guten wie in schlechten Zeiten. Und jetzt endlich konnten wir ihm die Zuwendung geben, die er verdient. Wir wollten ihm neues Leben einhauchen. Und das ist gelungen. We nailed it. Da wären wir also beim Mid-America Shelby Meet in Tulsa, Oklahoma. Hier gibt es jede Menge alte Originale zu sehen. Alle Jahrgänge Shelbys, Mustangs, Ford GTs, Boss 429, Boss 302. Alles, was das Herz begehrt. Es ist der Ort für Mustang-Fans. Zuerst der Motor. Ich lese vor, ihr sagt, ob es stimmt. Hier habe ich damals in Sachen Mustang so richtig Blut geleckt. Irgendwann hatte ich dann das Glück, in die Mustang und Shelby Jury eingeladen zu werden. Ich war da eine Zeit lang sehr aktiv. Seit ich Gas Monkey bin, fehlt mir die Zeit. Aber jetzt haben mich die alten Freunde wieder eingeladen. Das sind meine Wurzeln. Diese Autos bedeuten mir so viel. Der Tag heute hat mich wieder daran erinnert, wie gern ich mir diese Autos ansehe und auch selber dran schraube und restauriere. Ich liebe ihre Geschichte. Und es macht solchen Spaß, sie in ihren Originalzustand zurückzuversetzen. Meine Arbeit jetzt, die Hot Rods bei Gas Monkey, ist ganz anders. Aber ich kehre immer wieder gern zurück. Für mich ist das eine Herzenssache. Das ist meine Liga, Boss 302. Aber in Blau? Könnte ich immer fahren. Ich wollte immer schon hierher. Es ist das größte Treffen seiner Art in Amerika. Und natürlich auch eine Werbefläche für Gas Monkey. Hey, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich lasse meinen Shelby herrichten und stelle ihn hier gleich aus. Genial. Vor 44 Jahren war das ein Picknick mit 16 Autos und 30 Freunden. Heute sind es ein paar mehr. Heute sind in Tulsa mehr als 700 Mustangs und andere Fords versammelt, um die Legende Carroll Shelby zu feiern. Für mich ein Muss. Wie gesagt, hier findet man die schönsten Mustangs, auch die neueren, Boss, GT, was man sich nur wünschen kann. Allem Anschein nach ist unserer der Publikumsliebling. Fürs Verdeck dreht man die einfach runter.
Und damit kriegt man die Fenster hoch? Yes, sir. Wow. Yeah. Klassisch. Und Custom. Was ist mit dem Motor und so? Ganz ehrlich, an dem ist vom Motor bis zum Auspuff so ziemlich alles neu. Und wie viel PS? 415. Ja, fast das Doppelte. Wenn es einen Stau gibt, einfach drüber. Wir haben 10 davon angekündigt und waren nach einem Tag ausverkauft. Ach nee. Das ist das Autoschlaraffenland. Von wegen Serie. 8,7 Liter? Eher 9,8. Der grüne Mach 1 hatte doch den Reflektorstreifen. Stimmt, hatte er. Wo sind hier die richtigen Autos? Richard kommt immer sehr leicht vom Weg ab. Shelby R oder einfacher Shelby? GT. Wäre eine Idee. Bei so einem kosten allein die Batteriekabel 3 Riesen. Und wie viel kostet dieser Billig-Mustang? Mach 1 von 69, von 70, frühe GTs, brandneue GTs. Ja. Boah, mördermäßig. Der braucht hier ein dickes, großes R. Den einen im Golf-Design wollte ich. Er hat alle 3 Jahrgänge von dem. 68, 06 und 018. Alle Golf-Designs, super. Wie viel für einen? Knapp 2 Millionen. Ach, den einen hätte ich so gern. 2 Millionen für den? Und ich würde nur müde lächeln. Nicht übel. Lächeln über 2 Millionen. Wenn es hier soweit sein sollte, ich kaufe. Geld ist in einer Dreiviertelstunde da. Und bei uns? Ich habe keine 2 Millionen. Daphne hätte dir was gehustet. Den wollte ich schon immer. Shelby KR 500. Und bitte mit Vierganggeschaltung. So gut wie original. Ich sehe also das Auto meines Lebens. 500 KR. Lime Gold. Cabrio. Voll original. 7 Liter Jetmotor. Sie sind der Eigentümer? Bin ich. Sonst keiner? Nur ich seit 50 Jahren. Ist der schön. Super cool. Ich muss fragen, wie viel? Wie? Für den Wagen. Sie haben ihn jetzt 50 Jahre. Gönnen Sie ihn mal jemand anderem. Der würde auf einer guten Auktion 130 bis 150 bringen. Ich gebe Ihnen 200. Jetzt und hier. Ich habe ihm 200 geboten. 50 über Marktpreis. Nicht jetzt. Ich hole ein Bier und komm wieder. Hol ihm auch eins. Ich sag 201. Und er lacht nur. Vielleicht in ein paar Jahren. Trotzdem danke. Bestes Auto hier. Die neuen können mich mal. Der ist es.